Hallo und einen schönen guten Abend aus der Fußballarena in München. Ich bin Ihr Kommentator Crankron und gleich wird das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Bayern München und Arsenal London angepfiffen. Nach dem überragenden Hinspielsieg von Bayern gegen Arsenal mit einem 1:3 in London wird es sehr schwer für Arsenal heute hier zu gewinnen und vielleicht sogar noch in die nächste Runde einzuziehen. Die Bayern mit einer kleinen Änderung auf der linken Mittelfeldseite ist nicht Ribéry, sondern Shaqiri. Ribéry, der ja sich verletzt hat. Und für ihn also nun Shaqiri auf dem Feld. Und auch Arsenal hat Sorgen, denn Podolski, der jetzt zwar von Anfang an auf dem Platz steht, ist aber angeschlagen. Es war fraglich, ob er dann von Anfang an spielen kann. Eventuell wird er während der Partie ausgewechselt werden. Die Bayern in Schwarz, von links nach rechts, der Pfiff ertönt und das Spiel beginnt. Shaqiri am Ball, geht gleich mal ein paar Schritte in Richtung des Tores der Londoner, flankt den Ball hinein, aber Monreal kann diesen aufnehmen. Hier ist Arteta. Cazorla mit dem hohen Ball über die Abwehr. Giroud läuft aufs Tor zu, aber Schweinsteiger hat aufgepasst. War dazwischen, es gibt Eckball. Kopfball aus der Gefahrenzone. Groß. Legt den Ball ab auf Müller, der hat jetzt viel Platz. Sieht in der Mitte Groß, der hat jetzt auch hier freies Schussfeld, der spielt aber nochmal ab und Wilshere schlägt den Ball raus. Aber die Bayern weiter im Ballbesitz, hier ist Müller jetzt auf der rechten Seite, flankt auch diesen Ball hinein, Mandzukic kommt zum Kopfball, aber der Ball geht übers Tor. Erste Aktion der Bayern nach gut 5 Minuten. Sie verstecken sich nicht, das hatten sie auch im Vorfeld gesagt, dass sie hier nicht defensiv agieren wollen. Das ist auch überhaupt nicht ihr Spiel. Und so gehen die Bälle immer wieder nach vorne. Hier ist Podolski. Und da Tater, kein Abseits. Aber der Ball am Tor vorbei. Da stand er ganz plötzlich frei vor dem Tor der Bayern. Neuer reagiert sehr schnell, macht den Winkel spitz und somit landet der Ball hier nicht im Tor. Shaqiri im Zweikampf mit Sanja, aber ein Fehlpass zu Wilshere. Auch der macht einen Fehlpass. Leichte Unkonzentriertheiten und Schweinsteiger mit dem Schussversuch aus der zweiten Reihe. Monreal. Und auch wieder ein Fehlpass. Schweinsteiger. Schöner hoher Ball auf Mandzukic. Der hat viel Platz. Versucht ihn mal quer zu legen, aber da steht keiner. Somit gibt es Einwurf für Arsenal London. Beide Mannschaften durchaus bemüht, aber noch mit keinem Kapital. Schweinsteiger. Und Groß wird der Ball abgenommen von Vermaelen. Der Ball geht rechts raus hier auf Walcott. Guter Doppelpass mit Tanja, der jetzt ein bisschen Platz hat, aber Schweinsteiger hat den Fuß dazwischen. So gibt es Einwurf. Der Ball geht
hoch in den Strafraum der Bayern. Sie versuchen hier den Ball zu klären, aber keine Gefahr. Geht hier von den Londonern in dieser Situation aus. Und Djukic im Strafraum. Ball gespielt des Innenverteidigers. Wieder geht dabei auf die rechte Seite und Sanja wieder mit einem Fehlpass. Der Innenverteidiger recht unkonzentriert. Und Groß mit einem Schuss. Vermahlen muss den Ball klären. Auch das recht unzureichend, aber Müller mit keiner sehr sauberen Ballannahme. Somit der Ball wieder bei Arsenal London. Giroud. Arteta jetzt mal über die rechte Seite. Spielt hier Cazorla an. Wieder kein Abseits. Van Beuten versucht hier noch ranzukommen. Und das Walcott. Der fliegt in den Ball hinein. Und es steht 1:0 für Arsenal London nach gut einer halben Stunde. Eine Klasseaktion der Londoner. Da haben sie zu viel Platz. Die Bayern werden hier leicht überrumpelt mit einem tödlichen Pass in den freien Raum. Und Walcott, der ja so unglaublich schnell ist, kann das also auch mit dem Kopf. Alaba sieht hier nicht gut aus, lässt auch hier seinem Gegenspieler relativ viel Platz. Und somit steht es 1:0. Die Bayern natürlich immer noch weiter. Keine Frage. Arsenal London muss ja mit 3:0 gewinnen. Bei einem 2:0 gäbe es gerade mal Verlängerung. Nein, ich entschuldige mich. Da wären die Bayern immer noch durch. Und Mandzukic mit dem Ausgleich. Sofort die Antwort gegeben. Nicht lange gefackelt. Alaba spielt den Ball in die Mitte und dann braucht ihn Mandzukic schon noch einschieben. Sein zweites Tor in der Champions League. Hier gegen Arsenal London ins Kurzeck. Und ich habe gerade davon geredet, dass sich Arsenal vielleicht noch Hoffnung macht, das Spiel hier zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen. Aber das wird jetzt umso schwerer werden. Denn insgesamt steht es jetzt 4:2. Die Bayern besitzen, wie vorhin schon gesagt, 3 Auswärtstore. Und das heißt, selbst wenn Arsenal hier vorhin mit 2:0 gewonnen hätte, als die Bayern noch kein Tor gemacht hatten, dann wären sie auch noch nicht durch gewesen. Denn die Bayern haben ja 3 Auswärtstore. Nun wird es noch schwerer. Podolski am Ball. Groß klärt den Ball wieder ins Aus. Podolski hier wieder am Ball. Wird meiner Meinung nach gefoult, aber Spiel läuft weiter. Vorteil liegt bei den Engländern. Flank hinein. Giroud kommt zum Kopfball. Neuer Pack zu. Kein Problem. Für den Ex-Schalker. Alaba. Schickt hier Shaqiri. Der hat sehr viel Platz. Aber der Ball geht doch recht weit am Tor vorbei. Weiß nicht, ob das jetzt ein Schuss oder ein missglückter Pass sein sollte. Und die Bayern insgesamt mit mehr Spielanteil. Sie haben es gerade oben links gesehen. An der Statistikanzeige. 6:4 Torschüsse. Aber auch der Ballbesitz spricht natürlich für die Bayern. Foul hier von Javi Martinez. Freistoß im Halbfeld. Der Ball kommt hoch hinein. Und naja, nimmt diesen auf. Und Mandzukic wird gestoppt von Arteta. Aber der Ball wieder bei den Bayern. Shaqiri jetzt über die Außen. Spielt die Bayern in die Mitte, aber Mertesacker kann klären vorerst. Denn auch die Bayern hier wieder im Ball besitzt.
Sie spielen sehr schnell hier. Mit One-Touch-Fußball möchte man sagen. Und was war das denn für ein tolles Tor von Thomas Müller kurz vor der Pause mit dem Führungstreffer zum 2:1. Von der rechten Seite ins obere linke Eck. Da kombinieren sich die Bayern sehr schön den Ball nach vorne. Lassen den Spielern von Arsenal hier gar keine Chance. Machen stets Druck. Da kämpfen sich den Ball nach einem Verlust. Das Spiel gerät sofort wieder. Und das ist die Belohnung dafür. Ein tolles Tor vom Nationalspieler Thomas Müller. Und ich lege mich hier schon fest, auch wenn es jetzt erst kurz vor der Halbzeitpause ist, die Bayern sind hier durch. Und damit wäre kein englisches Team mehr in der Champions League vertreten. Das hat es auch schon sehr lange nicht gegeben. Real Madrid, ja, letztens gegen Manchester United weitergekommen. Und das war der Pfiff zur Halbzeit. Die Bayern führen klar verdient mit 2:1. Anschluss von Arsenal London von links nach rechts. Vermalen hier am Ball. Wilshere und die zweite Halbzeit. Müssen sie unbedingt etwas tun. Sie müssen offensiver agieren. Und Risiko gehen. Denn zu verlieren haben sie eh nichts mehr. Hier ist Lahm. Mit dem Fehlpass auf Giroud. Der hatte jetzt Platz. Spielt hier Van Beuten aus. Und Neuer mit klasse Reaktion. Aber der hat hier nicht mit Walcott gerechnet. Denn der rutscht noch in den Ball rein. Und sofort der Anschlusstreffer zum 2:2. Klasse Antwort. Das wird den Spielern von Arsenal eventuell wieder mehr Mut geben. Sehr torreiche Partie bis hierhin. Und die Abwehr der Bayern heute recht lückenhaft, so stark wie der Angriff ist. So und leicht unkonzentriert ist die Abwehr. Das müssen sie in den nächsten Minuten unbedingt abschalten. Sonst fangen sie sich eventuell doch noch ein oder sogar zwei Tore. Groß mit dem Ball auf Mandzukic. Der zieht ab und knapp am Tor vorbei. Die Bälle gehen kaum übers Mittelfeld. Beide Mannschaften lassen den Gegner sehr viel Raum. Und somit bieten sich sehr viel Torraumszenen und die Bälle werden schnell nach vorne gespielt. Viel über die Außen. Sanja hier mal in der Mitte. Hier ist Javi Martinez. Und Thomas Müller. Mit dem Pass auf Kroos. Der legt hier weiter auf Mandzukic. Und in der Mitte befindet sich Shaqiri. Mit dem Kopfball über das Tor. Da konnte er den Ball nicht hundertprozentig drücken. Vielleicht auch aufgrund seiner Größe. Er ist eher der schnelle und wendige Flügelspieler. Und die Kopfballarbeit überlässt er gern anderen. Groß jetzt mit dem wunderschönen Ball auf Mandzukic. Der läuft allein aufs Tor zu, aber Chaney kommt raus und packt diesen ohne weiteres. Dante. Müller wird gestört von Giroud. Arteta spielt hoch auf Lukas Podolski, dessen Verletzung nicht ganz so schlimm scheint, wie vielleicht anfangs angenommen. Groß und Shaqiri mit dem Ball auf Mandzukic, der aber am Abseits, sie haben den Pfiff gehört. Deutlich zu sehen. Da gibt es meiner Meinung nach nichts zu diskutieren.
60 Minuten sind rum. Die Bayern kontrollieren das Spiel nach wie vor. Haben sich aus dem anfänglichen Missgeschick aus der Abwehr nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und stehen jetzt wieder ganz sicher da. Dante klärt den Ball hier sauber. Ohne unfair zu spielen. Neuer kommt sogar mal aus dem Strafraum raus. Kann den Ball hier verteilen. Philipp Lahm versucht hier Thomas Müller zu schicken. Der kämpft hier mit Arteta und begeht einen Offensivfoul, für das er die gelbe Karte bekommt. Vielleicht etwas zu übertrieben, die gelbe Karte hier zu zeigen. Immerhin ist jetzt eine sehr faire Partie. Aber der Schiedsrichter möchte natürlich nicht, dass hier weitere Fouls entstehen. Und die gelbe Karte von daher eigentlich gerechtfertigt. Shaqiri kommt hier nicht an den Gegenspieler. Der kann dadurch hineinflanken. Aber Neuer hat aufgepasst. Groß. Martinez auf Mandzukic. Der kann ein paar Schritte gehen. Sieht in der Mitte Javi Martinez. Und der zieht ab aus der zweiten Reihe. Und Chesney packt hier zu. Kein Problem. Für den Torhüter aus Polen. Und ich höre gerade, dass die Bayern einen Wechsel vorziehen wollen. Groß. Martinez. Und Müller mit dem Pass ins Leere. Kleines Missverständnis zwischen ihm und Mandzukic. Schweinsteiger. Versucht hier Shaqiri anzuspielen. Aber Sané hat aufgepasst. Wilshere mit dem langen Ball nach außen auf Theo Walcott. Und der schnelle Stürmer mit Platz jetzt im Strafraum von Dante gestört. Und somit kommt der Ball nicht richtig in den Strafraum. Neuer kann diesen aufnehmen. Mit dem Abwurf jetzt zu Philipp Lahm, dem Kapitän. Alaba. Hier ist Shaqiri. Fehlpass groß. Arteta, der viel läuft, sehr viele Ballkontakte hat. Sowohl im Offensivspiel seiner Mannschaft als auch defensiv. Ist eigentlich überall anzutreffen und anspielbar. Giroud jetzt über die Rechtsaußen, gestört von Van Beuten. Und Podolski grätscht den Ball ins Aus. Und Jupp Heynckes reagiert. Shaqiri verlässt das Feld und für ihn nun Arjen Robben im Spiel. Der Holländer, der ja so langsam wieder Fuß fasst bei den Bayern, lange verletzt war und dadurch auch seinen Stammplatz verloren hat. Podolski mit der Flanke in den Strafraum. Hier ist er am Ball. Ein Robben. Schöner Ball. Durchgesteckt auf Toni Kroos. Der läuft jetzt ganz allein aufs Tor zu. Sieht man Mandzukic, aber Mertesacker im richtigen Moment den Fuß dazwischen. Mandzukic. Vermahlen dazwischen. Toni Kroos, der probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe und Chesney muss sich hier ganz lang machen, dass er da noch rankommt. Die letzten Minuten hier nicht mehr so viel Torgefahr von beiden Mannschaften, wo ich anfangs noch erwähnte, dass hier sehr viele Torraumszenen im Spiel zu finden sind, hat sich das in den letzten Minuten doch wirklich recht viel im Mittelfeldgeplänkel geändert. Hier mal eine Aktion von Toni Kroos. Der Ball ging aber neben das Tor. Nein, es gibt Eckball. War wohl noch ein Verteidiger dran. Danzer mit dem Kopfball und da steht es 3:2 für die Bayern. Nach 86 Minuten mit dem Kopf nickt er ihn direkt ein.
Ein klasse Tor des ehemaligen Gladbacher Verteidigers. Kaum eine Chance hier für Chesney da ranzukommen. Der Kopfball sichtlich mit Wucht und wurde dann auch noch behindert von anderen Spielern, also konnte hier den Ball recht schlecht sehen. Ich hatte es eben gerade erwähnt, 86 Minuten sind gespielt plus Nachspielzeit. Hier wird es am Einzug von den Bayern ins Viertelfinale wohl nichts mehr zu rütteln geben. Mandzukic hier nochmal auf Müller. Monreal hat aber aufgepasst. Cazorla. Und hier ist Dante am Ball. Der verliert ihn aber. Leichte Unkonzentriertheit. Und Podolski schießt hier Philipp Lahm an. Eine Minute Nachspielzeit. Insgesamt. Naja, mit dem Abwurf auf Alaba. Einrobben. Und der Abpfiff ertönt. Die Bayern gewinnen 3:2 im Rückspiel gegen den Arsenal London. Und damit ziehen sie sehr wohl verdient ins Viertelfinale der Champions League ein. Haben hier ein, zwei Unkonzentriertheiten zugelassen dadurch, die zwei Gegentore. Aber im Großen und Ganzen das Spiel beherrscht. Viel mehr Ballbesitz und Schüsse aufs Tor. Oder allgemein Schüsse. Ich bin Ihr Kommentator Ken Kron. Ich hoffe, die Partie hat Ihnen genauso gefallen wie mir. Und wir sind natürlich gespannt, auf welche Mannschaft dann die Bayern im Viertelfinale treffen wird. Bis dahin, tschüss.